Liebe Musical-Freunde, herzlich willkommen zum Star Chat mit Garda Torkottis. Ich bin heute hier nur schmückendes Beiwerk. Für den Fall, dass der Garda eure Fragen auf Deutsch nicht ganz verstehen kann, helfe ich ein bisschen und übersetze. Ja, und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Ich habe ihn vor ein paar Tagen schon kennenlernen können. Ich bin der Pressesprecher von Stage Deutschland und wir hatten eine tolle Derniere bei Rocky und der Garda ist natürlich jetzt auf dem Weg, das Operettenhaus für sich zu erobern. Ja, starten wir gleich doch mit der ersten Frage. Ja. Okay, Garda, da steht jetzt Sarina99, die fragt, wie sind Sie zu dem Beruf Musical-Darsteller gekommen? Liebe Grüße. So, how'd you decide to become a musical actor? Well, I was 18 when I started to study to sing. That's when I, a bit before that. It's quite young for a boy, for a man to start. I thought usually, it was a little old even. So, it's quite for classical singing. 18 is quite quite young. They usually start about 20 or even more. For female voices, it's normal, even younger, 18. But for a man, for a boy, it's quite young. So I started when I was 18. Just a bit before that, I realized that I wanted to be a singer on stage because I was torn between the idea of being a singer or an actor. But music would sort of combine the two, whereas acting just would have left the music out completely. Also mit 18 hat er sich entschieden, allerdings klassische Musik zu studieren. Und er hat uns gerade erzählt, dass das für einen Mann sogar relativ früh ist, besonders eben bei klassischer Musik. Er war ein bisschen hin und her gerissen, ob er lieber Richtung Schauspiel, Acting oder Richtung Gesang, Music gehen würde. So, but you started with a classical option. And the question was, when did you get into the musical world as well? Well, when I was 20, so, the musicals have always been with me because all through my studies I did musicals. For some reason I sort of studied and I'd just been studying for 2 years when I got offered the Tony and West Side Story at the National Theatre in Iceland, and it just went on from there. So I've sort of grown up in the profession both with classical or more opera and musicals. Damit ist Garda eigentlich, liebe Sarina, der klassische Fall dessen, was wir hier in Deutschland viel lieber, viel öfter hätten. Nämlich jemand, der aus dem klassischen Musical, ach, so einem klassischen Operngesang kommt, aber überhaupt gar kein Problem darin sieht oder sich die Frage noch nicht mal stellt, dass man auch Musical singen kann. Großartig, also natürlich, wenn man mit der West Side Story angefangen hat, ist das ein Musical auf ganz hohem Niveau. Und das machte bestimmt Spaß, hat er auch gesagt, dass das sein erstes Musical war. Ja, Sarina, ich hoffe, dass wir deine Frage beantworten konnten. Wir gehen zur nächsten Frage. Alex 87, you might want to try saying it out loud. Shall I read this one? Okay. Text your German, please. Hallo. Ist es für Sie schwierig, Musicals zu singen? Macht es Ihnen mehr Spaß? Richtig. In einer Oper oder in einem Musical zu spielen? Oh, I understand this, I think. You don't need me. Well, hold on. Is it difficult to sing in musicals? Yeah. I think of course, it's difficult to do anything. Musicals, opera, Lieder, crossover, pop. I think anything's difficult up to a point. But I think if you enjoy it, and if you put as much love into it, it's more enjoyable than difficult. So it's, of course, it's difficult, but not. I think it's a mixture of the two. If you prepare well, it's okay. Das ist eine tolle Antwort, weil er sagt, wenn du etwas mit Freude machst, dann ist es zwar technisch schwierig, aber es fällt dir nicht mehr schwer, weil du es unglaublich gerne tust. Und offensichtlich macht es ihm Musical zu singen genauso viel Spaß wie Oper zu singen. Und ja, maybe it's a question also into the techniques. Is it technically spoken more demanding to sing opera than a musical, or what are the technical differences voice-wise? Was wären denn so stimmentechnisch die Unterschiede zwischen Oper und Musical? Yeah, I technique-wise, I think it's really the same technique, or for me, it's just the different style of singing. So you use the same basis, the same ground, the same groundwork that you've been doing all through your years studying. But it's just you have to remember to sing the style differently, because if you sing opera in a musical way, it's wrong, and if you sing musicals with an opera in too much of an opera way, that's also wrong. I think you've got to be clever to know where the boundary or the line lies. Mix the two when appropriate,
and when not to. But for me, technically, it's the same groundwork, but just a different style of singing. Auch das für mich eine sehr spannende Antwort, weil er sagt, dass die Grundtechnik dieselbe sei oder ist und dass es für ihn eher dann eine Frage der Interpretation des Stils, des Tontreffens ist und dass man die Grenze erkennen muss, wo man einen Ton wie singt. I'm asking this, I'm digging a little bit deeper into this, because okay. In Germany there's lots of, especially opera singers, that are saying the fundamental technique is different. I can't ever really sing or belt out a musical type voice because I have been a trained opera singer. And what you're saying is that you're crossing these borders much more easily. Yeah. Okay. Yeah, I am. I understand some of their views, I think, because, for instance, belting is something which musical singers learn, and I couldn't do that. Mm-hmm. But so on that front, in that sense, it's different. Mm-hmm. But I think the fundamental sort of technique of singing is the same, and if you deviate from that, you get some vocal problems and things. But maybe it comes easily for me, I don't know, maybe I'm able to cross over more easily, and that's a blessing in a way. Den letzten Teil der Antwort habt ihr vielleicht auch verstanden und genau das glaube ich nämlich auch Alex, dass er gesagt hat, er mag womöglich auch besonders talentiert sein, um den Grenzgang zwischen Oper und Musical ganz leicht zu nehmen. Klar sagt er, dieses klassische Hauptausdrucksmittel eines großen Musical-Sängers, einen Ton nach außen am Rand der Bühne zu belten, das ist etwas, was im Operngesang so nicht trainiert wird, aber für ihn sind die Unterschiede tatsächlich eine Frage der Stilinterpretation. Finde ich sehr spannend. Danke für die gute Frage, Alex. Okay. And thanks for your interesting answer. So, what comes next? Hi, Garda. Wie war es für dich, fragt Moni, als du erfahren hast, dass du bei der Deutschlandpremiere das Phantom singen darfst. Sie grüßt dich auch ganz lieb. How do I feel? Yeah, how do you feel in the moment where you found out that you have been chosen after all these castings and auditions to become the Phantom in Love Never Dies? I was very pleased. Usually when I get offered a job, I always think, did they get the right number? Are they, and I call my manager back, and are you sure? Kind of that sort of my initial, because I'm always surprised when people want me. I mean, I suppose that's one's insecurity, which never goes away in a way. But I was very pleased. I was really pleased, happy. I mean, it's a great role to get the chance to play. Er ist ein bescheidener Star, finde ich, liebe Moni, mit dieser Antwort. Denn er sagt, er konnte es nicht ganz glauben, als man ihn anrief. Und er wollte doch nochmal sicherstellen, ob das wirklich die richtige Telefonnummer ist. Da hat sein Manager extra gefragt. Glaubst du, das ist hier die richtige Antwort gewesen? Aber er hat sich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut. Es ist eine Spitzenrolle. Er fühlt sich geehrt. Und ja, jetzt freut er sich riesig drauf, diese Rolle singen zu dürfen. Nächste Frage kommt von Wikipedia. Hallo Garda. Wer war die erste Person, der du mitgeteilt hast, dass sie die Rolle des Phantoms spielen? Und wie hat diese erste Person darauf reagiert? Did you get that? Who was the first person you contacted after you found out you're going to be the Phantom? And what was the reaction of this first person you got in touch with? Ah, so after my manager called me and told me I got the role, I think it was my dad. Either my dad or my mum, it would have been either of those. I think it was dad. Everybody would have expected your wife, your girlfriend. I'm not married, so... Oh, you're right. Okay. Right. So it was my dad and sort of, or mum, either one. Okay. Yeah. Wie sich das als braver Sohn gehört, kann er sich schon gar nicht mehr erinnern, ob es Mama oder Papa war, Vicky. Also Mama oder Papa haben als erstes davon erfahren. And how did they react? Oh, very pleased. Mm-hmm. Very pleased, yeah. Have they ever thought you would sing in Germany? I've sung in Germany, but opera just and concerts. They're always very supportive and they come and see my shows and see what I do and it's a very musical family, so we travel as much as we can to see each other perform. So this was a pleasant surprise to hear for them, I think. Yeah.
Seine Eltern haben ganz, ganz positiv reagiert und hatten ganz offensichtlich den gleichen Stolz geteilt. Und er hat uns gerade auch noch gesagt, dass seine gesamte Familie sehr musikalisch ist und sie sehr, sehr intensiv an dem Leben der anderen, an dem künstlerischen Leben der anderen teilnehmen und auf den Konzerten, auf den Aufführungen, Oper, Musical auch oft dabei sind, sodass wir uns wohl vorstellen können, dass deine Eltern auch nach Hamburg kommen werden. So we are pretty much sure that they will go see you in Hamburg. Ja, ja, ja. Also ein ganz familienorientierter Mensch, der Gerda, die Eltern. Nächste Frage kommt von Ole aus Polen, alles klar. Hi. Oh, das ist eine englische Frage. Hi. Kannst du selber vorlesen? Hi, why did you audition exactly for the role of Phantom? And has the role a special meaning for you? All the best. Thank you for that. Why did I audition? Well, I auditioned... story is, I was performing at the Royal Albert Hall in London, and Lord Andrew Lloyd Webber was there. I was performing at Elaine Page's 50th anniversary tour, and Webber heard me and wanted me to do the role here. So my manager let me know this, and I flew over to Hamburg to sing for the guys here, and that was that. Gerda hatte wirklich den alleradeligsten Start überhaupt, sich dafür zu interessieren. Lord Webber hat ihn selbst entdeckt, und zwar bei einem Konzert in London, wo es, glaube ich, es ging um den 50. Geburtstag von der berühmten Musical-Darstellerin Elaine Page, und da hat er ihn schon in dieser Rolle erlebt. Diese Stimme hat den Lord Lloyd Webber gefangen genommen, im positivsten Sinne, und er hat dich gebeten, dafür zu auditionen, und wir natürlich als Sage Entertainment sind diesem Ratschlag von Lloyd Webber sofort gefolgt und gesagt, der Junge muss zu den Castings, muss zu den Auditions kommen. Und damit hast du den Titel auch genau richtig gesagt. Wir sagen oft Sir Lloyd Webber, aber er heißt eigentlich Lord Lloyd Webber. Ja. Yes, you did that very correct. Ja, toller Start, und es hat geglückt, it all worked out. Ja, very pleased. So. Next question is in German again. Scherer-Fan is your nickname. Und ich sehe da ein spitzen Glinda-Bild, ich glaube mit Lucy Scherer als Profilbild. I think it's Glinda in our Stuttgart production of Wicked. Ah, okay. We like that, of course. Hey, Gerda, how do you prepare for this role? It's Jonas. I rehearse. You go over the text and music as often as you can. That's how I prepare. Lots of rehearsals. Any specific things? Do you try to dig into the role by yourself, by saying this is how I feel the Phantom feels in this phase of his life? Or do you wait for a director to tell you, please make sure this is the way you display the Phantom? Yeah. Also bist du sehr in der Vorbereitung, frage ich ihn gerade, lieber Jonas, ob er sich spezifisch alleine eine Interpretation von dem Phantom überlegt oder ob er da auf den Anweisungen oder die Ratschläge des Regisseurs wartet? No, I think a long time before I even start rehearsals with the company, I'll think about the character and try and find the balance or understand the character. And what's nice about the Phantom is that his character is so complex. I was going to say strange, but that's not a thing. I mean, he is a strange person in a sense. He's bad, but he's still good. There's some good there. He's a genius. He's a composer, a teacher, an inventor. But has been an outcast all his life, but is has this magical power. So to be able to explore that in the best way and to get that out and get the balance is obviously interesting for any actor or musician. So I'll think as much as I can of these things before, and then obviously the music in a way helps that, but then you get help from experts and people that know the show, directing wise and set wise. Gerda hat das gesagt, womit ich auch ungefähr gerechnet hatte, dass er sich natürlich lange
zuvor jetzt schon auch selber auf den Charakter der Rolle vorbereitet hat, dass er sich mit dem Phantom als, als Figur stark beschäftigt hat, dass er fasziniert ist von der Facettenreichtum, den dieser Charakter hat. Er ist ein Böser und ein Guter gleichzeitig, zwei Seelen schlagen in seiner Brust. Er ist Lehrer, er ist Spiritus Rector, er ist natürlich in Liebe und Sehnsucht zu Christine verfallen. All das geht in Gardas Kopf schon vorher rum. Und wenn dann die vielen, vielen Rehearsals, die Proben, von denen du auch gesprochen hast, kommen, dann kommt natürlich, sagt Garda, die Hilfe des gesamten Kreativteams, des Regisseurs etc. dazu. Und so wird gemeinsam diese Rolle erarbeitet. Very complex answer to a very complex question, yeah, to a very complex character. Yeah. Denn das hat er auch gesagt, der Charakter des Phantoms ist eben wahnsinnig komplex und das macht ihn eben auch zu einer sehr anspruchsvollen, komplexen Rolle. Das betrifft den Schauspielpart genauso wie den Gesangspart. Wir gehen zur nächsten Frage, die ich hoffentlich bekomme. Ja, da taucht es auf. Musical Pascal fragt: Wie lange läuft ein Casting im Vorlauf, wie lange läuft ein Castingverlauf, sprich vom ersten Vorsingen bis zu dem Augenblick, wo es klar war, dass du es spielst? How much time did it take for you for the very first audition to the final casting decision? Did you have, how many casting rounds did you have to go through and how many weeks were in between? Well, I was asked to come out to sing for you guys. Once, and I think it was, I don't know, 10 days or something when I heard. Wow. After that. Also da hat der Garda schon ziemlich offensichtlich sehr früh sehr überzeugend gewirkt, denn er ist tatsächlich zur Casting, zu den Auditions hier gekommen und einmal hat gereicht. 10 Tage später war der Anruf da, du bist es. So that's quite impressive. It's not always the case. No. There are a lot of main actors as well who have to go through several rounds, mm-hmm, and you didn't have to. Wow, okay, so quite impressive. Das ist schon sehr beeindruckend. Was kommt als nächstes? Der Matze fragt: Hallo, freust du dich, mit Rachel Ann Moore als Christine auf der Bühne zu stehen? Viele Grüße. Do you look forward to be pairing up with Rachel as Christine? Very much, yeah. I met her for the first time today. And we had an interview together, a couple of interviews, and we had a working session with our musical director, mm-hmm, and she's great, mm-hmm, lots of fun, very very charming, bubbly, and seems like a nice person. So I think we'll have a good connection. So today was really, honestly, literally the first day you met. You haven't Googled her before, or? Oh, of course I've Googled. Okay. Who doesn't Google? Yeah, yeah. I did see her at the Operettenhaus, mm-hmm, briefly. I was having, mm-hmm, my German phonetics, mm-hmm, lesson, and she was signing the contract or something, mm-hmm, I think. Mm-hmm. And so we sort of hello, but it was nothing. We spoke for 10 seconds or something. Mm-hmm. So we met for the first time, yeah, and spent some time together today. Klasse. Heute also hat der Garda die Rachel Ann zum ersten Mal wirklich als Mensch, als Person kennengelernt. Sie haben heute schon einige Interviews geführt und er hat sich überzeugen lassen von ihrer sehr lebendigen, sehr lebhaften, fröhlichen Art. Aber ich habe ihn gefragt und vorher noch gar nicht gegoogelt, doch natürlich, er hat sich vorher schon ein bisschen schlau gemacht, wer da wohl die Christine werden könnte. Und als er schon mal Phonetik-Unterricht bei uns im Operettenhaus hatte, da schwirrte sie auch schon rum. Er glaubt, das war zu ihrer Vertragsunterzeichnung. Das ist sehr, sehr gut denkbar. Phonetikunterricht ist ein spannendes Wort. Das passiert bei uns natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, für Darsteller, die nicht mit der Deutsch als Muttersprache vertraut sind. Da gibt es immer Hilfe in der Phonetik. Und jeder von euch, ich bin überzeugt, ihr kennt es alle schon, der das Video gesehen hat, mit so sehr viel mit deinem Gesang, kann sich davon überzeugen, dass es ein wahres Natursprachtalent ist. Vielleicht kommen wir dazu auch noch. I've just given you credit for your excellent command of German already. Ah, oh, thank you very much. These phonetic teachers are helpful in this respect. Very good. Yes, very good, yeah. Very good. Yeah. So, Lumière, wir haben ja tolle Musical-Namen hier. Lumière fragt: Ist die Rolle des Phantoms in Love Never Dies eine Herausforderung für Sie? Und was haben Sie für Musicals vor Love Never Dies gespielt? Is this specific role of the Phantom in Love Never Dies a specific challenge? And what were the musical roles you have been playing before? What's the main challenge of this role? This the main challenge. Have you played the Phantom ever before? No, I just played Raoul. Also das Phantom hat er noch nicht gespielt, aber schon mal Raoul. Okay. I was Raoul in the West End. Mm-hmm. The
the most difficult thing, I think, in this role is just, is, I don't know, just doing it as well as I can. There's no scene, I think, which is more difficult than the other, than any other. Well, of course, there are difficult passages and difficult things that you have to technically do right, but I just sort of always think of the role as a whole, as a package, mm-hmm. and not think of one thing that's going to scare me all night, or you just think of it as a whole. And if you're healthy and you're well adjusted and in the right place and have prepared well, I think that's what your main focus, this is how I work, should be, and not think of the troubles, just think of, yeah. Eine recht mutige, aber auch eine sehr reflektierte Einstellung. Die Herausforderung besteht, sagt er, in der Rolle als Ganzes. Er hat keine Angst vor irgendeiner bestimmten Phrase oder vor einer bestimmten Stelle oder so etwas. Die Angst möchte er sich auch gar nicht erst machen. Er geht die Rolle als Ganzes an. Sie ist anspruchsvoll sowieso, aber das kann er ja technisch, das ist gar keine Frage. Und dann ist es für ihn spannend, die Rolle als Ganzes auch anzunehmen und zu interpretieren. On the second part of the question, what were the musicals you've been playing in before? Wir haben auch schon gehört, West Side Story. West Side Story, mm-hmm. Curly in Oklahoma. Mm-hmm. Oklahoma, ein Stück, das hier in Deutschland ganz selten gespielt wird. Yeah. Eine spannende Rolle. Raoul in The Phantom. Natürlich der Raoul in Phantom am West End in London. Yeah. Mm-hmm. And nothing from Les Mis. Lots of concerts, musical mm-hmm. concerts, mm-hmm. obviously toured with Elaine Page, mm-hmm. and so, and done, yeah, there was a pop opera musical called Carmen Negra, which it didn't live very long, I don't think, at least I haven't heard it. Where was that played? It was in Iceland, it was in Sweden, London, Sweden, Iceland. Carmen Negra? Carmen Negra, not Carmen Jones, okay. But Carmen Negra. Okay. I was at Jose there. So, bits and pieces, these are the things I remember off the top of my head. Auch das zeigt seine Vielfalt. Er hat jetzt zum Schluss erzählt von einem Format Carmen Negra, wo er den José offensichtlich angelehnt an die Rolle der Carmen Oper gespielt hat in Island und in Schweden. Natürlich, wie wir schon gehört haben, den Tony in der West Side Story. Wir haben gehört, dass er der Raoul war in Phantom der Oper 1, wie wir jetzt ja sagen können, bei Phantom 2 am West End. Ja, eine große Vielfalt, eine große Bandbreite an Rollen. Quite a nice number of shows you've been playing in already. Yeah. Oh, noch ein Wicked-Fan hier. Und auch Elisabeth, denn wir haben Fiero Lucchini, der fragt, was ist für sie die größte Herausforderung als Phantom in Lirbesteht nie? That's almost like the question we had before. So what's your biggest challenge in the Phantom Love Never Dies? I'd like to add maybe, if you compare it to The Phantom of the Opera, which mm-hmm. is such a well-known, worldwide, iconic story, mm-hmm. What would you say is the layer on that is now given as we tell the story further, 10 years later? Do you think The Phantom has become more mature or more refined or more desperate or ich frage mal die Frage, yeah. Lieber Fiero Lucchini, etwas weiter, weil wir das mit der Herausforderung ja gerade schon hatten, wo er gesagt hat, Challenge ist die Rolle als Ganzes. Jetzt frage ich mal so, Vergleich vielleicht ein bisschen mit dem Phantom in Phantom der Oper, Phantom in Liebe stirbt nie. I think the character now is obviously it's 10 years on and he's had a chance to well, he's obviously spent it on his own, away from Christine, so those 10 years have been agony in many sense, but I mean, he's built his empire there, which he didn't have to sort of hide underground, even though he does have an underground thing in the new musical, but not so much as in the Paris Opera House. Now he's sort of in everyone's sort of, you know, he can walk among the freaks, if you like. So yeah, I mean, it's just, you know, time passes on and many things happen when time passes on. You mature, you maybe calm down a bit. So is that an interesting thing to explore? Has he calmed down a bit? Is he not as, I mean, in the he says he's not as strong now, mm-hmm. 10 years on in Liebe stirbt nie. He says that himself to Christine. So yeah, I think, and the music, musical wise, I think it's got the same, obviously, characters, sort of melodies and things we know, like Phantom of the Opera. But in a way, it's also matured. Andrew is as sort of, I think it's juicier in many ways. Mm-hmm. I think these are the differences and things that are going to be fun to explore for me.
Natürlich, sagt er, ist es spannend zu sehen, dass sich die Rolle weiterentwickelt hat, denn wir sind die 10 Jahre später, wir sind nicht mehr in den Katakomben der Pariser Oper, sondern im Amusement Park Coney Island in New York. Da kann er sich als Figur auch unter den anderen Freaks bewegen. Er ist zwar keine sehr öffentliche Figur, aber er versteckt sich nicht mehr ganz so. Er hat aufgebaut in den 10 Jahren natürlich eine noch stärkere Agony, also eine Art Angst, eine Art Menschenfremdheit. Aber er ist irgendwo auch reifer geworden. Und Gerda fragt sich selbst, ob er wohl ruhiger geworden ist in gewisser Weise, weil ja er im Phantom, so kennen wir ihn alle, doch ja extremst emotional ist und aufbrausend und in jeder Phase seines Daseins 150% gibt, wie auch immer die Emotion gerade ist. Und da, sagt Gerda, ist es bei Liebe stirbt nie, Phantom 2, schon ganz spannend zu sehen, dass das Phantom in gewisser Weise gereift ist. Und das drückt sich auch aus in der Musik von Lloyd Webber, der zwar sehr erkennbar komponiert hat für das Phantom, man erkennt die Melodien wieder, aber wo auch ein gewisser Reifeprozess in den Songs spürbar wird. Und das dann zu zeigen als Phantom in Love Never Dies, das wird dann die besondere Herausforderung sein. Complex question again. Mm-hmm. Ja. Nächste Frage. Ah, English. Right. Can I do this one? Sure, please. Yeah. Which song or scene is the most difficult one for you and why? And then she puts in brackets, is it because of German lyrics, other or other things like Beauty Underneath, the scene Beauty Underneath, or the kissing scene, she says. Yeah. And this is Colombia. Colombia. Hi. The most difficult scene... I think we touched on this kind of question before. For me, I try to think of the whole show as a whole and not think of things that would worry me. So I try not to think of something being difficult. I think you mentioned Beauty Underneath. That is quite difficult. There's the top C that I have to sing there. So obviously that is technically difficult, but. If I'm in good form, it should be fine. So again, I try not to think of any difficulties. Just keep on going, keep on doing the show, because it's the many shows you've got to do. And if you're always thinking about something bad or what difficult, then it impairs your performance, I think. Der Gerda ist ein ganz schöner Fuchs, denn er windet sich so ein bisschen raus. Also er will nicht sagen, dass ihn Kussszenen oder ein besonders schwieriger Ton, wie zum Beispiel in dem Lied Beauty Underneath, auch nur irgendwie da so schockiert. Nee, sagt er, so schwierig ist das nicht. Das kann er technisch, er beherrscht es und er möchte das als Ganzes sehen und kriegt das auch schon hin und ist überzeugt, dass er gut genug ist dafür. Und das ist doch ein spitzen Selbstbewusstsein, genauso muss das sein. Trotzdem, Columbia, hast du ganz offensichtlich 2, 3 richtige Stellen rausgesucht, die schon ein Highlight auch in der Show selbst sind. So, we are giving you credit for your boldness and for your great attitude. But I said, you are somewhat, you know, not wanting to admit that a kissing scene is a special thing. So. Nee, but you're always kissing somebody on stage, so that's not special. Das stimmt natürlich. Auf der Bühne hat man noch einige Küsse zu verteilen. Yeah. Das stimmt wohl. Das stimmt. Next question? Yeah. Next question. Lieber Gerda, das sind Uwe und Pia Fans. Oder es ist einer, der aber beide mag. Lieber Gerda, hast du eigentlich ein Lieblingsmusical oder eine Lieblingsrolle? Viele Grüße. What is your favorite musical or your favorite role? It could be a role we have never played. It's Love Never Dies and The Phantom, obviously. and an honest answer is obviously, and this is not just about musicals, which your question is, but I think when I do a role, that role is always, has to be my favourite role, mm-hmm. whatever you're doing, because otherwise you don't give 110% or 120% or even just 100%, but you know, you always have to give your all, and if your heart's not in the role, that's not going to be the case, and the people that come to see you, which are the most important people, that's why you're doing it. Obviously, we're doing it because we want to do it and we enjoy it, but the end result is are the people that love the shows. So, and if we don't give enough for them, it's not going to be good enough. So, in a sense, I always like the last role that I'm doing, but musically wise. I think honestly, Phantom is my favorite role in Love Never Dies, literally, because now I'm getting the chance to do a dream role.
Kara startete und endete die Antwort mit der Behauptung, dass es tatsächlich das Phantom ist, sein Lieblingsmusical und seine Lieblingsrolle, in beiden Varianten jetzt. In der Zwischenphase hat er gesagt, dass er natürlich sich bei den Musicals, für die er Auditions macht, die liebt er ohnehin. Und das, die Show, die er dann auch performt, ist in dem Moment seine Lieblingsshow, seine Lieblingsrolle, weil er sich da eben ganz hingibt und diese Rolle ganz viel Konzentration und Aufmerksamkeit und Leidenschaft und Liebe schenkt. Aber zum Schluss hat er nochmal gesagt, das Phantom selbst. Ich frage aber nochmal einer hinterher, looking into the bright future, is there any role you'd like to audition for? In musical role. Musical role in this case, yes. Yeah, I'd like to do Les Mis, I think. Mm-hmm. I think I would enjoy that. Yeah. Would you be a Jean Valjean, or would you want to be a Javert, or? Valjean. Well, yeah, it's a tricky one. No, I think The Prisoner. Yeah, right. I do think. Yeah. I think. Yes, definitely. Wonderful. I think the. Top also, of my head. In Nachfolge eines großen, bekannten australischen Schauspielers, der dieses Musical als Film gesungen hat, hat er Les Misérables genannt und den Jean Valjean als eine Rolle, die doch noch auch ihn reizen würde. Das kann man gut nachvollziehen. It's a grand role, it's a grand musical, it's a musical, it's a beautiful score as well. Yeah. It's a very dramatic story and it's a classic musical in this in the world. Keine Frage, dass man das auch gerne mal singen würde. Und ich glaube, dass sich viele von uns auch freuen würden, dich zu hören. I said, I do assume that lots of us in Germany would like to hear you in that role. And we haven't had a Les Mis in many, many years, so let's see. Musical-Fan 130 fragt, hallo Gerda, wie war das für dich, als du Deutsch lernen musstest? So, how was it, or maybe even how is it now for you, to learn German? Very enjoyable. I learned German when I was at school, when I was young. And then I went to Vienna to study a bit, so the German language has been with me, and I've obviously sung in German operas and Lieder through my school years and professionally. So that was always a good thing to have, and now when I'm having these lessons here with a private teacher, I have German lessons and phonetic lessons. It's going very well. I hope that my German will come soon, and I think it will, hopefully. Gerda ist schon ganz gut vertraut mit der deutschen Sprache. Er hat es nämlich früh in der Schule schon gelernt. Und dann natürlich, da können wir uns als Deutsche ein ganz kleines bisschen auch drüber freuen, ist im Opern, aber auch im Lied natürlich eine Gattung existent, wo deutsche Texte oftmals gesungen werden. Es gibt viele, viele Opern, die im deutschen Original gesungen werden, die Gerda auch gesungen hat. Und natürlich Lieder von Schubert etc., die als Gesangesgattung ganz gut dazu geeignet sind, die Sprache auch zu erfassen und zu erspüren. And I think the lead is actually very apt to dig into a language in this case. And the German language in this specific genre lead is quite nice. The melody, it is much more melodical than you would think. Yeah, exactly. No, I agree, Ich habe jetzt einfach mal behauptet, dass das Deutsch gar nicht so hässlich ist, wie es von Ausländern oftmals behauptet wird, sondern gesungen sich sogar sehr gut eignet. Und ich habe ihn auch selber, das darf ich euch sagen, sowohl schon eben im Sprechen gehört, aber besonders im Singen. Und man merkt, dass er sehr vertraut ist schon mit dem Klang der deutschen Sprache. I said, when we hear you sing, you can tell that you are already quite used to the German language and that, that it comes at ease. Es fällt ihm recht leicht. Und we are going to ask you again as time comes with the opening night. Yeah. And you'll do interviews all in German. Spätestens zur Premiere geht das dann voll auf Deutsch. So, haben wir noch Zeit für eine weitere Frage? Ich glaube schon. Wir haben hier A123. Was magst du an Deutschland besonders? Gibt es etwas, was du an Irland besonders vermisst? What do you like particularly about Germany? And is there something you miss about Iceland? Well, what I miss about Iceland is my family always. That's, doesn't matter where I am, I always miss my family and my home. I think Hamburg is it's been very nice to me so far. The people here are very friendly and nice. All the people at work and the people that I've met have been, kind. So that's always, in any place that you come to, the people are always the core of that place. So if they are nice, the whole experience is nice.
And I like the weather. I like the weather here in Hamburg. I do. But it's a lot better than the weather in Iceland. So it's always going to be nice. Gerda hat einfach wahnsinnig Glück, dass er hier in Hamburg zurzeit einen super Sommer erwischt, denn er behauptet allen Ernstes, dass ihm das Wetter hier besonders gut gefällt. Aber es ist immer relativ. In Island sei es eben doch etwas regnerischer und kälter. Das können wir uns sicherlich vorstellen. Ansonsten hat er gezeigt, dass er Weltbürger ist, indem er gesagt hat, das Wichtigste, was es zählt, sind Menschen. Also an Island vermisst er am meisten seine Familie. Und wo auch immer er ist, sind die ihn umgebenden Menschen prägend und wichtig und bedeutsam. Und er hat sich sehr, sehr gefreut, in Hamburg auf Menschen zu stoßen, die freundlich sind, im Job, auf der Wohnungssuche. Seit ein paar Tagen bist du hier. We have found an apartment in Hamburg. Yeah. So, all das sei sehr, sehr gut gegangen. Und das findet er, ist ein Spitzenstart hier in Deutschland. So. Wir haben noch die Vicky, die wir, glaube ich, schon mal hatten. Ha, die hat noch eine Frage. Gerda, gibt es ein deutsches Gericht, das du gerne magst, und ein isländisches, das du vermisst? So, we're getting more into the detail now. Okay. I was just giving you credit for being a world citizen and saying nationalities don't really count as long as people that are around you and with you are kind and nice, and then you miss your family most. But in this specific question, is there food-wise something you have discovered in Germany that you've already liked? And what is the Icelandic iconic dish that you miss the most? What I miss the most? Vielleicht erstmal für uns. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was man in Island so isst. Is there any specific dietary? We eat a lot of fish. Okay, also viel Fisch natürlich in Island. Klar. Yeah, so I miss fish, but I believe Hamburg is a huge fish place also, isn't it? Am I correct? No, Vicky, wir sind uns einig. Also Fisch können wir Ihnen in Hamburg wirklich bieten. We can offer fish here, so you won't feel homesick too bad. Exactly. Mind you, I did email my mother today saying she's coming over shortly, and I said, please bring some cod liver oil. Do you not sell cod liver oil here? Do you sell cod liver oil? I don't think so. No. And that's a very Icelandic thing, to have cod liver oil every morning, a teaspoon or a couple of teaspoons of cod liver oil. Ihr, die ihr alle gut Englisch könnt, werdet mich jetzt auslachen. Ich weiß nicht ganz genau, was für eine Fischart Cod ist, aber Cod ist, glaube ich, ein Schellfisch oder sowas in der Art. Und da, von dieser Fischart, gibt es ein Leberöl, das offensichtlich eine Delikatesse in Island ist. Und das kriegt er hier bei den vielen, vielen Fisch, den wir in Hamburg verkaufen, nicht. Und das muss seine Mutter, die demnächst zu Besuch kommt, ihm mitbringen. Also, very nice. You said Delikatessen. It's basic. Yeah, it's the thing you take in the morning, like vitamins or something. Yeah. Also, dass wir dieses Fischöl hier nicht verkaufen, findet er sehr enttäuschend. Und es sei auch nicht mal eine besondere Delikatesse, sondern einfach nur wichtig für tägliche Gerichte. Also, maybe that's a market idea. To get I'm sure you export Icelandic cod liver oil. Yeah, into Hamburg. It's very good. It's very healthy. That's why I want it. Very good. Und ich werde hier nach diesem Star-Chat sofort nachschlagen, was Cod nochmal heißt. Müsste man eigentlich wissen. Ich weiß es einfach nicht. So, wir haben noch eine Frage. Lupus Mille. Dein Part wieder? This is me. What do you think will be the best part of Love Never Dies? Well, I remember what I missed the most when I stopped doing RAL in the West End. I missed the most being on stage 8 times a week. Mm-hmm. Because when you're doing an opera production or a concert, you have 5 performances, maybe 10. A concert one, or if you do a tour, maybe 10 or 15 concerts, and that's it. But I love being on stage. I feel best on stage, in front of audiences, giving sort of. So I missed that the most when I stopped Phantom. So I think that's the best part of doing Love Never Dies is always being on stage and always giving your all. Auch eine spannende Antwort. Also er hat sich gar nicht auf das Stück selbst bezogen, sondern auf die Tatsache, dass er 8-mal die Woche auf der Bühne stehen wird. Im Vergleich zum Repertoire-Spielbetrieb eines klassischen Theaters, wo du eine Oper vielleicht 4 oder 5 Mal in einer Saison zeigst, bist du eben im Musical 8-mal die Woche auf der Bühne. Und er liebt nichts mehr, als auf der Bühne selbst zu sein. Und die Aussicht, das jetzt wieder im Ensuite Musical tun zu können, bei Love Never Dies, das reizt ihn ganz offensichtlich. We're saying it is nice to see a person who is also used to the repertoire and opera singing with just 3 or 4 performances per season. Usually people who are used to that are saying, well, I find it quite tiresome or quite boring or whatever, playing 8 times a week, and that you're saying you're embracing that idea and that you're looking forward to it is very, very nice. Yeah. You're, again, a great bridge builder between these two genres.
In Deutschland haben wir ja leider immer noch diese komische Trennung zwischen der Opern- und der Musical-Welt und finden das, den Ensemblespielbetrieb eigentlich viel vornehmer oder das Musical viel cooler. Und in diesem Fall, er freut sich einfach drauf und das ist eine Spitzeneinstellung. We do love that attitude. It's just great. So, ich frage mal in die Regie, ob wir noch Zeit haben. Wir haben noch Zeit für zwei weitere Fragen, höre ich sofort gerade. Okay, two more questions for us to go. Julia is asking, hallo, meine Frage ist, hat man als Musical-Darsteller eigentlich auch ein bisschen Freizeit oder ist man nur mit Proben beschäftigt? She would like to know how much of your time is being consumed with rehearsals or if you have a little time for yourself in your free time. Say now, first when you're rehearsing and then once the show star is in the running process. Yeah. Well, during the rehearsal period, there is not much time to do much else than rehearse. We rehearse from 10 to 6 every day of the week, 5 days a week, and then I think at weekends there are some rehearsals also. So that leaves you the evenings basically to come home and cook a dinner and relax. So there's and watch a movie, watch a TV show, TV episode or something, or read a book. So that's basically always when I do productions, how my rehearsals period are. When the show starts, there's more time because there's just the 3 hours in the evening where you do a performance, 3 or 4 hours. So then you have more time in the day. So you tend to try and have a normal routine of not being in a cocoon and just being home until I have to go to sing. But you sort of, life goes on. You've got to go shopping. You've got to go to the toilet. You've got to do everything. You just keep on doing as much normal stuff you can. Just obviously be sensible and rest the voices before the evening. So rehearsals, no time. Performances, a bit more time. Große Unterscheidung zwischen der Phase des Proben, der Probenzeit und des Produktionsaufbaus bis zur Premiere. Da ist man natürlich doch so sehr beschäftigt, sagt Gala gerade, dass kaum Zeit für Freizeit übrig bleibt. Vielleicht das bisschen, was ihm dann noch bleibt, das nutzt er, um sich auszuruhen, um ein bisschen runterzuschalten, ein gutes Buch zu lesen. Aber er hat nicht wirklich Zeit, sich mit Freunden und anderen Sachen zu beschäftigen. Und das schwingt dann um, wenn die Show erstmal läuft. Dann möchte er sich besonders Mühe geben und nutzt es auch, neben dem Beruf, eben bei der abendlichen Show, doch auch Zeit zu haben, um eine Alltagsroutine aufzubauen. Da die Dinge zu tun, die man halt als normaler Berufstätiger auch machen kann. Freunde treffen, kochen, einkaufen, shoppen gehen. All das ist dann etwas besser möglich, weil man dann ja schon die Show ganz gut spielen kann. Makes absolute sense. Mm-hmm. Letzte Frage. Last question. Last question. This time went by so fast, didn't it? Also das ist hier schneller gegangen, als wir dachten. Wir hatten so ein bisschen Respekt davor, jetzt hier eine halbe Stunde mit euch zu sprechen. Und jetzt ist schon die letzte Frage dran. Kommt von Mike. Oh, lustig. Was war deine peinlichste Situation bisher auf der Bühne? What was the most embarrassing moment you've ever had on the stage? There have been a few. Da waren sogar mehrere, sagt er. There have been a few. Okay, share the one you can share without us getting too red. What shall I say? Well, I do, like I said earlier, I do love being on stage. I'm a stage animal. I love it. But I'm also very giggly. And I like, because it's so much fun. I just love it. So there have been many a time where I have not been able to sing because I've just laughed too much. Literally. Well, not many a time, because I am professional, so I can control. But there was one time in Phantom, funnily enough, yeah, in the balcony scene, just before they hug, before they start the duet. So I put my hands out to greet Christine, and she starts to run towards me, and then suddenly she disappears. And so she slipped and she slid right underneath me and then I picked her up and we embraced and we laughed the whole scene. This was in the West End. We could not sing and the orchestra just kept on and there was no singing. I think that's probably one of the worst things. There've been more things. Yeah. I think this is a very good example. There have been so many more, but this is, yeah. Ich glaube, Mike, du hast das verstanden. Ich fand es göttlich, was er gerade geschildert hat. In der berühmten Szene im Phantom der Oper, wo Christine auf dem Balkon das Phantom hat und Raoul soll sie eigentlich umarmen und an sich pressen und sie in Sicherheit wiegen, bevor sie ein wunderschönes Duett singen. Da ist die arme Christine auf ihn zugelaufen, aber ist leider unter seinen Beinen hinterher drunter hergeschlittert. Er musste sie dann auffangen und dann haben sie sich gegenseitig umarmt und anstatt dieses
tolle Duett zu singen, mussten sie die ganze Zeit nur lachen. Und da sagt er, gibt es zu, er neigt ohnehin dazu, wenn was Humoristisches ist, dann fängt er an zu lachen und dann fällt es ihm manchmal schwer, in die Rolle zurückzukommen. Aber of course, er ist auch ein Profi und so oft passiert es nicht. But I can imagine you probably were in the midst of being, you were gigglish, but you're probably also, oh my God, what are we doing here? Not singing the song. I know. Yeah. Oh dear, it was horrendous, but yeah. Yeah. Also, wir hoffen, dass er seine Christine immer auffängt in Liebe stirbt nie, Phantom 2. Für diejenigen von euch, die die Show noch nicht kennen, es ist zauberhaft, wunderbar und mit diesem Hauptdarsteller erst recht und an der Seite von Rachel Ann Moore werden wir eine wundervolle Aufführung von Phantom 2 erleben können. Und ich habe gerade aus der Regie noch das schöne Schild hochgehalten bekommen. I now know what the precise translation of cod liver oil is. Okay. In German the word is Lebertran. Ah, so I still don't know. And do they sell it here? Yes, they do sell it here. Lebertran, in früheren Zeiten war das eine, it was used as a medicine actually. Oh, you see, and yeah. Parents would threat their children, if you don't behave or you will be fed with Lebertran. And I still don't know by which fish this is gotten from. Toskur. Da höre ich jetzt gar nichts. Ich lasse mich am Ende dieser Sendung auf jeden Fall eines Besseren belehren und höre das Lebertran. You like Lebertran. Well, but you can also have shark oil and other fish oils. Yeah, it can be derived from other fish as well. Fish oil, yes. Yeah. Na klar, so viel kann ich dann auch einigermaßen noch verstehen. Es ist am Ende des Tages Lebertran, ein Acht von Fischöl, aus welchem Fisch auch immer es hauptsächlich gewonnen wird. Es ist spitze. Garda Torkortes liebt Lebertran und seine Rolle in Phantom der Oper 2. Wir danken dir ganz herzlich. We thank you from the bottom of our hearts for taking your time and for sharing with your fans. Und wir hoffen, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat mit uns hier. Und vor allem freuen wir uns mit euch gemeinsam auf die Premiere von Love Never Dies, Liebe stirbt nie, Phantom 2. Vielen Dank, Garda. Thank you. So, jetzt muss ich noch was tun. Nämlich diesen Knopf hier drücken. Das tue ich auch noch. Tschüss. Ciao.